Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Irina und heute habe ich eine Tagesbotschaft für euch. Ich werde jetzt drei Karten auf den Tisch legen, sie intuitiv suchen, sich die in der Nähe ist, die spricht sie an. Erste, zweite und dritte. Plus ich wollte noch heute, das heißt Einhorn-Orakel, welche Botschaft dazu für Tagesbotschaft. So, das heißt, erste, zweite, das ist zusätzlich für Tagesbotschaft und dritte. Zum Botschaft noch ein Orakel, eine Nachricht und was wollte ich noch sagen? Intuitiv wählen Sie eine Karte, die Sie anspricht. Die Botschaft wird für Sie heute für Sie sein. Die Legung ist zeitlos und gilt ab genau an dem Tag, wann Sie diese Video schauen. Das heißt, wenn Sie in einem Monat schauen, diese Tagesbotschaft ist für Sie in einem Monat. Erste, zweite und dritte Position. Erste Position, Tagesbotschaft für Sie. Heute, die Karten sagen für Sie, heute passen Sie auf Ihre Familie. Heute sind wichtige Dinge, die Sie jeden Tag machen, mit eurer Familie, für eure Familie, für Ihre Zuhause. Kümmern Sie sich um Ihre Finanzen, um Ihre materielle Sachen. Und Botschaft von Einhorn-Orakel. Versuche etwas Neues. Du weißt erst dann, dass du etwas kannst, wenn du es versuchst. Ich würde sagen, versuchen Sie heute etwas Neues. Vielleicht zu Hause, vielleicht probieren Sie ein neues Rezept aus, weil die Karte, Botschaft, Karte, Tagesbotschaft, ist die Familienkarte für Familien. Tun Sie etwas Schönes, verbringen Sie schön Zeit mit Ihrer Familie, neue Rezept aussuchen, ausprobieren, vielleicht Ausflug machen. Könnte sein Ausflug in die Natur. Das war die erste Position. Jetzt die zweite Position. Botschaft, Tagesbotschaft für Sie. Heute müssen Sie irgendwelche Entscheidung treffen. Logisch, nicht mit Herz, mehr logisch. Seien Sie ehrlich an erster Stelle mit sich selbst. Kann sein, dass heute jemand möchte Sie belügen, falscher Mensch auf Sie vielleicht zukommt. Passen Sie auf. Die Karte sagt, Vorsicht, spielen Sie nicht mit Feuer. Und jetzt Vergebung. Es ist Zeit, Ärger und Schuldzuweisungen loszulassen. Wenn, sehen Sie, wie passt, wenn jemand etwas Schlimmes Ihnen angetan hat, falsche Aussage, falsche Handlungen, war nicht ehrlich mit Ihnen. Hier steht, die Karte rät um Vergebung. Nur wenn Sie vergeben haben, können Sie nach vorne schauen, können Sie weiter sich bewegen. So war die zweite Karte, Tagesbotschaft. Jetzt die dritte Tagesbotschaft. Heute wird es sehr schwer für Sie.
kann sein, sie verlieren etwas, geht etwas zu Ende, etwas wird zunichte gehen, zugrunde gehen. Vielleicht eure Beziehung, vielleicht eure Freundschaft, vielleicht, ich möchte nicht sagen, dass jemand könnte sterben, könnte aber auch. Ich wünsche niemanden, aber wird etwas kaputt gehen. Etwas, was Sie danach nicht mehr reparieren können. Botschaft für Sie. Morgen weißt du es. Wenn du aufwachst, wirst du wissen, was zu tun ist. Das heißt, heute treffen Sie keine Entscheidung, wenn irgendwie welche schlechte Nachricht kommt zu Ihnen. Morgen nach dieser Einhornbotschaft, Sie werden erst morgen alles erfahren und alles vielleicht verstehen. Wieso ist das so passiert? So war die Tagesbotschaft für euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Erfolg, viel Glück, viel Gesundheit. Passen Sie auf euch auf. Alles Gute und alles Liebe.